Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Real und Digital. Mein Name ist Roger Hassler und heute geht es um den idealen Arbeitsplatz. Ja, wo arbeitet ihr? Arbeitet ihr an der Staffelei? Ja, so aufrecht, senkrecht? Oder wie ich vielleicht direkt platt auf dem Tisch? Oder habt ihr eine Tischstaffelei? Wie dem auch sei, ich fand es immer für mich schwierig. Also der Tisch war manchmal ein bisschen zu eng oder zu klein. Die Staffelei, ja, da konnte man immer manchmal die richtige Größe nicht so richtig einstellen. Oder man hatte dann den Bezug zum Tisch oder mit dem Stuhl, dass das nicht die richtige Höhe hatte. So, jetzt gibt es die ultimative Lösung. Und zwar von der Firma Vision Air gibt es einen Arbeitsplatz, einen ganz speziellen Hightech-Airbrush-Arbeitsplatz. Den möchte ich euch in den nächsten Minuten einmal vorstellen. Was kann man damit machen? Wie wird der eingerichtet? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Ihr werdet sehen, dieses modulare System ist der Hammer. Ihr werdet euer Arbeitsplatz damit halt viel, viel besser einrichten. So, jetzt geht's gleich los mit Vision Air, mit diesem neuen Hightech-Arbeitsplatz für Airbrush-Künstler und für natürlich für andere Künstler natürlich auch. Aber nicht vergessen, Real und Digital wird euch präsentiert vom Airbrush Step-by-Step Magazin und da haben wir auch nochmal ein Interview mit dem Hersteller von Vision Air mit drin in der aktuellen Ausgabe Nummer 76. So, aber jetzt geht's endlich los mit dem Vision Air. So, dann schauen wir uns den Vision Air Arbeitsplatz mal ein bisschen genauer an. Ihr wisst, ich habe zwei linke Hände, das heißt das Unboxing und auch den Zusammenbau, den erspare ich euch jetzt erstmal. Wir haben also hier eine Halterung zum Beispiel für ein iPad, dann besteht halt das Basismodul aus verschiedenen Metallschienen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Es gibt einen Referenzhalter, die Platte, die ist magnetisch, das heißt, man kann also zum Beispiel so ein Synthetikpapier einfach dran heften. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Reinzeichenkarton, so, dann kann man sehr schön auf der Seite sein Referenzmaterial halt anschauen, genau reinzoomen und dann kann man direkt in seine Illustration reingehen und weiterarbeiten. Der Winkel, der lässt sich natürlich in unterschiedlichen Bereichen einstellen. Beim Basisset, da gibt es hier zum Beispiel so einen Toolhalter, der ist äußerst praktisch, da kann man halt alle Stifte und Skalpelle reinpacken, die man halt permanent benötigt. Ja, der Vision Air Arbeitsplatz, der wird aufgebockt auf einen Tisch und fügt sich da also nahtlos, rutschfest, richtig gut ein. Und so hat man dann halt die Möglichkeit, jetzt hier zum Beispiel auf der rechten Seite gibt es so eine Referenz. Board, so ein Halter, da kann man halt auch ausprobieren, welche Farbe drin ist und ob das Gerät überhaupt noch funktioniert. Und wenn das Blatt voll ist, dann dreht man es um oder dann kommt die nächste Seite. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit einem Airbrush-Papier, sondern halt auch mit einer Leinwand. Das kann man also schön auf die untere Ebene legen und dann kann man halt prima darauf arbeiten. Also das ist natürlich ebenfalls geeignet, wenn man halt mit einem Pinsel arbeiten möchte. Und ihr seht, links ist der Referenzhalter, rechts zum Probesprühen. Und dann hat man halt die Möglichkeit, seine einzelnen Tools jeweils halt zu ergänzen und auch an die Position zu bauen, wo man das möchte. Na, ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Airbrush-Halter untergebracht, sodass man da halt sehr schnell das Airbrush-Gerät dann einfach direkt in den Airbrush-Halter hineinhängen kann. So hat man alles dicht beieinander und kann also blitzschnell auf seine Tools zugreifen. So, hier das Ganze nochmal im Überblick, das Basisset und dann in unserem Advanced Set gibt es hier einen CleanPod-Halter, also auch äußerst praktisch, den kann man einfach in diese weitere Tool-Leiste reinschieben, dann kommt dann der CleanPod oben drauf, ja, und dann je nachdem, was man da für Geräte hat, kann man dann halt seinen CleanPod ja dementsprechend auch noch erweitern und hat das dementsprechend immer am Start.
So einfach die Schrauben links und rechts etwas lösen, dann kann man den Winkel justieren, dann wieder auf einer Seite festmachen, auf der anderen Seite festmachen und schon hat man halt seinen Lieblingswinkel halt eingestellt. Ja, und jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite, da habe ich einen Airbrush-Halter verbaut und wenn man den halt an einer anderen Position haben möchte, dann schraubt man den halt einmal leicht los und kann den dann halt variieren. Der kann an der Seite positioniert werden, wie auch an dem vorderen Bereich oder im oberen Bereich. Das heißt, auf allen vier Kantenseiten dieser Metallschienen ist das möglich. Und man kann es natürlich halt auch ergänzen mit eigenen Produkten, die man noch am Lager hat. Hier zum Beispiel eine Lupenlampe, die man halt ohne Probleme dann einfach auf die Toolleiste noch mit draufschrauben kann. Und so hat man die Möglichkeit halt noch genauer sich das Ganze anzuschauen während der Arbeit. Ja, der Elektroradierer, der passt natürlich halt ebenfalls auf die Toolleiste einfach draufgelegt. Da kann er auch nicht runterfallen. Ja, und wenn man halt immer seine aktuellen Farben sofort griffbereit haben möchte, dann gibt es bei dem ASBS Advanced Set auch noch beiliegend einen Farbflaschenhalter. Ja, ihr seht, das sind so mit 10er Muttern kombiniert. Das kann man dann reinschieben. Das Ganze dann mit dem Schraubenzieher kurz fixieren. Und dann ist es auf der linken Seite jetzt untergebracht. Aber das Ganze kann man natürlich halt auch variieren. Man kann es an die Seite bauen. Ich habe es jetzt im unteren Bereich. Und da passen halt verschiedenste Farbherstellerflaschen rein. Sei es Procolor, Schminke, Createx. Das ist alles möglich. Hier sehen wir nochmal das Basisset mit den zwei Haltern. Mit dem Referenzhalter und dem Sprayout-Halter, hier die Toolbox und das Ganze als Basisset für 199 Euro. Das Advanced Set mit Farbflaschenhalter und CleanPot-Halter, das liegt bei 279 Euro und kann bei uns im Online-Shop bestellt werden. So, ich sage tschüss, bis zur nächsten Real- und Digital-Podcast-Folge, euer Roger Hassler.